Olivia, was hast du vor? Liebes Erdpergamenton, wenn du mich hörst, könntest du vielleicht so gnädig sein, den Felsenkram auf unserem Weg zur Luftschlange beiseite zu räumen? Wir, danken dir für all deine Gaben und hoffen auf deine schildkrötige Unterstützung. Mhm, genau. Tja, das hat nicht geklappt. Jetzt ist es mir etwas peinlich, dass ich's versucht habe. Mario, tu irgendwas! Katztastisch begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Paper Mario, The Origami King, hier auf Katze. Heute geht es in diesen großen Tempel rein. Doch was wird uns da erwarten? Wir danken dir von Herzen. Viel Spaß im Tempel. Dankeschön. Ach, wie ich wünschte, dass ich den Tempel noch einmal betreten könnte, als wäre es das allererste Mal. Okay, ich bin gespannt, was uns da jetzt erwarten wird. Tempel des Erdpergamenton. Okay. Erdpergamenton Tempeltour, Ursprung des Tempels, 10 Münzen. Na gut. Oh, wow. Der Legende zufolge ruht der Gott der Erde, das Erdpergamenton, in genau dieser Höhle. Seine Macht ist so unermesslich, dass es ihm sogar möglich ist, den Boden selbst anzuheben. Da nimmt es nicht Wunder, dass die frommen Koopas ihn mit Pilgerfahrten und Geschenken ehren. Danke für den Hinweis, meine Lieben. Wenn euch Paper Mario gefällt, hinterlasst einen Daumen hoch und abonniert Katze. So verpasst ihr keine spannenden und tollen Videos mehr. Okay, Panzer der Erleuchtung. Ist wie ein Museum hier. Für den kreativen Geist spiegelt sich in jenen Felsformationen die Gestalt des Erdpergamenton selbst. Und so verehren viele fromme Koopas seinen segensbringenden Panzer genau an dieser Stelle. Der Panzer des Erdpergamenton soll sogar noch härter als dieser unzerstörbare Fels sein. Okay, sehr interessant. Und hey, da ist ein Käfer. Ein Toad. Hallo. Sieht dieser Fels für dich nach dem Erdpergamenton aus, Mario? Für mich ja eher nicht. Der Fels jetzt nicht unbedingt. Sieht dieser Fels? Ach, das ist genau das gleiche, was ich schon gesagt habe. Okay, mal gucken, was wir jetzt herausfinden werden. Aber irgendwie lustig hier. Wie ein Museum. Wehrhafte Gottheit. Okay, bin gespannt. Diese clownförmige Furche soll aus einem epischen Kampf des Erdpergamenton und... Mario? Hey, wenn das wirklich du bist, Mario, dann musst du mir helfen. Hä, was? Ach so, steckt da jemand in der Kiste? Oh ja, sieht nach einem Toad aus. Warte, ich zieh dich da raus. Oh, komm raus, hui. Alles okay bei dir? Oh, toll. Vielen, vielen Dank. Oh. Ich war's nicht. Na gut, vielleicht war ich's doch. Vielleicht habe ich ein paar Kabel und Zahnräder und so rausgerissen, als ich da drin war. Ha, wirf einfach ein paar Münzen ein, dann sag ich mein Sprüchlein auf. Okay, dann machen wir das noch einmal. Also nochmal 10 Münzen. Zack. Achtung. Mal sehen. Wo war ich stehen geblieben? Ah, richtig. Man nimmt an, dass diese riesige Furche vom Erdpergamenton hinterlassen wurde. Aber, und das ist sehr wichtig, es heißt auch, dass sein Clownhieb sein schwächster Angriff war. Das, was einem richtig zusetzt, sind wohl die Felsen, die er spuckt. Also besser mal darauf achten, würde ich sagen. Danke für den Hinweis. Und was haben wir hier noch für eine... steiniger Pilgerpfad. Okay, schauen wir mal rein. Oh, da gehen die Lämpchen an. Der folgende Abschnitt wurde der Authentizität wegen in seinem ursprünglichen Zustand belassen. Vorsicht,
unebener Boden. Oh, okay, dann nicht mal vorsichtig. Und ist da noch was drin? Nö, wahrscheinlich nicht. Okay. Da ist irgendwie eine Lampe nicht angewiesen. Egal, muss man wohl reparieren. Und da läuft ein Käfer weg. Und wer bist du? Vielen Dank, Mario. Jetzt kann ich endlich zu meinem Stand in edlem, exquisitem und extra günstigem Zubehör zurück. Ich stehe direkt draußen vorm Tempel. Komm vorbei, falls du Zubehör brauchst, ja? Mache ich, aber ich komm mal kurz mit. Da lief doch gerade noch ein Käfer weg. Naja, was soll's. Lass mir den Käfer einfach weglaufen. Und wen haben wir hier? Weißt du, ich habe mal ein Buch über sowas gelesen. Aber ich war trotzdem nicht bereit, als es dann mir selbst passiert ist. Du meinst sicherlich die Verwandlung in den Käfer. Bitte an unsere Besucher, das göttliche Abbild nicht bemalen, abklopfen oder zu lange betrachten. Okay. Was haben wir hier? Der Herr des Tempels. 50 Münzen kostet das, wow. Mal sehen. Hier sehen wir ein Abbild des Erdpergamenton in seiner ganzen Pracht. Auch wenn er selbstverständlich vollkommen unbezwingbar ist, möge man sein Schwänzchen beachten. In gewissen Legenden wird sein formidables Hinterteil als nicht komplett unbesiegbar beschrieben. Es ist diese Kombination aus großer Macht und großer Schwachstelle, die ihn so allerseits beliebt macht. Und damit ist der letzte Teil dieser Tempeltour beendet. Wir erwarten Ihre großzügigen Spenden. Das war's schon? Komisch. Echt mysteriös. Wie? Ist hier schon Schluss? Ein bisschen enttäuschend, oder? Könnte etwas albern sein, aber vielleicht sollte ich es trotzdem mal versuchen. Was denn, Olivia? Liebes Erdpergamenton, wenn du mich hörst, könntest du vielleicht so gnädig sein, den Felsenkram auf unserem Weg zur Luftschlange beiseite zu räumen? Wir, danken dir für all deine Gaben und hoffen auf deine schildkrötige Unterstützung. Genau. Tja, das hat nicht geklappt. Jetzt ist mir etwas peinlich, dass ich's versucht hab. Mario, tu irgendwas. Oh, Olivia, das muss dir doch nicht peinlich sein. Kann man das irgendwie runter... Oh, richtig stabil scheint das nicht zu sein. Oh, oh. Du hast das Erdpergamenton einfach umgeworfen. Ich meine, hoffentlich sind wir jetzt nicht verflucht. Wie wird man normalerweise für das Verwüsten einer heiligen Stätte bestraft? Oh, es tut mir leid. Geht das nur mir so oder zieht es hier plötzlich total? Ah, die Höhle geht noch weiter. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen. Wie aufregend. Hey, du hast nichts gesehen, okay? Das muss ich meinem Chef melden, weißt du? Da fällt mir auf. Er macht jetzt schon ziemlich lange Urlaub. Na, umso besser. Oh, könnt ihr das einfach wieder aufstellen und nicht sagen, dass ich das war? Das tut mir ja leid. Aber immerhin geht's jetzt hier weiter. Oh, Achtung. Und jetzt? Das bewegt sich hier hoch und runter, verstehe. Und so komme ich auf die andere Seite. Super. Können wir gleich mal speichern. Und unsere Reise dann hier fortsetzen. So. Hier springe ich mal drauf. Und uiuiui, da war ein Loch. Das schließe ich mal kurz. Sicher ist sicher. Jetzt bewegt sich das auch wieder. Moment. Und zack rüber. Und schon sind wir auf der anderen Seite. Sehr gut. Oh, jetzt geht es noch tiefer in diese Schildkrötenhöhle. Sieh dir das an. Wo ist da der Eingang? Das ist viel beeindruckender als alles,
was wir bisher gesehen haben. Ich muss ihm unbedingt ins Maul klettern. Klingt das komisch? Egal, los geht's! Okay, Olivia. Ganz nebenbei. Und ich hoffe, ich beschwöre sie damit nicht. Wir haben schon lange keine Fallschergen mehr gesehen. Oh nein. Olivia. Ich glaub's ja wohl nicht. Wenn man vom Teufel spricht, drei Koopas. Na gut, dann schnappen wir uns diese Koopas mal. So. Wenn man auf sie draufspringt, haben sie den Effekt, dass sie sich dann in ihrem Schildkrötenpanzer verstecken. Vielleicht kann das ja noch ganz hilfreich sein. So, dann sollte ich mal unsere lieben Freunde hier ein bisschen drehen und wenden. So. Moment. Ich schieb den mal... Ah, Moment. So rüber. Und dann brauche ich den inneren Kreis. Genau, so. So sieht das gut aus. Dann springen wir mal auf die einzelnen Koopas. Und zack. Ui. Wenn man auf einen springt, schießt er ja förmlich alle anderen weg. Das sind, glaube ich, auch die ersten Koopas, die wir als Gegner haben. Kann das sein? Also die normalen Koopas sind ja lieb, aber nicht die Origami-Koopas. Nur alles, was aus Papier ist. Gut, Origami ist auch aus Papier, aber zumindest gefaltet. So, geschafft. Schlachtboni. 321 Münzen. So. Perfekt. Papier-Mario kann dann mal vorsichtig weiter. Oh nein, oh nein. Oh, da geht's ja tief runter. Das habe ich gar nicht gesehen. So, dann holen wir uns... Oder schauen wir erstmal hier. Oh, das sind auch Stacheln. Okay, ich verstehe schon. Ich habe schon dazugelernt. Oh nein, Mario, was machst du? Jetzt haben wir super viel Schaden genommen. 21 Kraftpunkte. Fast die Hälfte verloren durch mein Missgeschick. Oh, Teppichtörtchen. Was haben wir denn da drin? Ein Schatzmini. Ein Erdpergamenton-Relief. Schön. Nehmen wir gerne mit. So, Achtung. Darf ich hier runter? Ah ja. Da dürfte ich sogar noch hin. Hier gibt es noch Münzen, die nehme ich natürlich auch noch mit. So, Achtung. Und da hinten läuft irgendwas im Hintergrund. Auf und ab, seht ihr das? Achtet mal drauf, das sieht echt spannend aus. Achtung, uiuiui. Ui, ui. So, schön draufgeklopft mit dem Hammer. So, dann zeigt mal, was ihr könnt. Ihr komischen Origami-Heinis. Oh, das sieht wieder ein bisschen kniffliger aus. So, nee, so. Ja, ja, okay. Und die ziehen wir nach vorne. Okay, alles klar. Toll angeordnet, Angriffskraft erhöht. Dann fangen wir mit dem Sprung an. Und hepp! Das war schon mal eine exzellente Leistung. Aber es geht noch weiter. Noch ist nicht alle Tage. So. Schlachtboni, wir haben es geschafft. Wuhu! Klasse! Ganz viele Schnipsel. Wir nehmen alles mit. Zumindest das, was wir mitnehmen können. Und hier ist hier irgendwas? Oh ja, ein versteckter Block. Und eine Feuerblume. Sehr gut. Ui, da ist nichts. Entschuldigung, schon wieder super viel Schaden genommen. Ich muss echt besser aufpassen. Sonst falle ich ja ständig irgendwo herunter. Und das ist, glaube ich, nicht Sinn der Sache. So, was haben wir denn hier Schönes? Ein paar Schüchen. Glitzerstiefel. Stärker als Eisenstiefel, aber nicht geeignet für Stacheln. Okay. Ein sehr wichtiger und guter Hinweis. Die Eisenstiefel nehme ich mal mit, falls wir sie für einen stärkeren Gegner brauchen. So, jetzt geht's hier weiter. Aber Moment mal, bevor ich da weiterlaufe, was gibt's hier noch? So, ist hier noch irgendwas? Das will ich mal kurz überprüfen. Ah ja, hier geht's runter. So, hey, wer bist du denn? Oh, da ist einer. Oh, aua, wer bist du denn? Oh, das sind Flapflaps. Hey, ich rette dich. Hey, ihr Flapflaps, aufhören. Oh, ihr Fiesos. Na, kommt her. Und ein Koopa ist dabei. Der hat sich, glaube ich, hier irgendwie verirrt, oder? Na gut, wie platzieren wir euch am sinnvollsten? Ah ja, ich sehe schon. Das ist gar nicht so schwer. So, zack, alle in einer Reihe.
Dann schnappen wir uns die Stiefel und springen mal schön auf den Koopa und auf die Flapflaps. Und 1, 2, 3, 4. Und gleich nochmal die nächsten Origami-Fledermäuse. Mario ist startbereit. Und startklar. 1, 2, 3 und 4. Exzellente Arbeit, mein Guter. Schlachtboni gibt es oben drauf. Sehr gut. So, die sind weg. Ich danke euch. Ihr habt gar keine Ahnung, wie lange ich hier gefangen war. Ich bin der Verwalter dieses Tempels, müsst ihr wissen. Mein nur aus der Erinnerung kreiertes göttliches Abbild war verbesserungswürdig. Also kam ich hierher, um das Original zu suchen. Gut, eigentlich interessiert mich nur, wie viele Münzen ich damit machen kann. Doch habe ich deshalb den Angriff dieser Flapflaps verdient? Wahrscheinlich schon. Naja, sei vorsichtig auf deinem Weg nach draußen, Mario. Okay, das muss der Verwalter von diesem Museum sein. Echt komischer Typ. Wirklich schräg. Aber jetzt ist er ja weg. Und wir haben ihn gerettet. Also wir haben ihn gerettet und das ist die Hauptsache. Gut, dann müssen wir wohl doch da nach oben, wo wir vorhin schon hoch wollten. So. Hoch mit uns und weiter geht's. Mal sehen. Ein neuer Bereich. Oh, was ist das denn? Okay, das schiebt uns nach unten, wenn wir nicht vorsichtig genug sind. Und noch einen Glitzerhammer gefunden. Stärker und stylischer als der normale Hammer. Cool. Jetzt haben wir einen Glitzerhammer. Sowas hatten wir bisher noch nicht. So, wie muss ich jetzt hier durch? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! Oh, Koopas, ouch! Oh nein, die haben mich erwischt. Dann wird das ganze Symbol auch rot, wie man sehen kann. Das ist das erste Mal, dass ich direkt vor einem Kampf erwischt werde. Sonst startet der Kampf normal oder aber ich füge dem Gegner schon ein bisschen Schaden zu. So, Moment, ich bringe euch alle in eine Reihe. Machen wir das so. So, dann springe ich euch mal an, dann seid ihr direkt weg. Und tap, alle auf einmal. Exzellente Arbeit. Und weiter geht es mit dem Hammer für die Koopas. Die Koopa Troopers. Und tap, nochmal ein katastischer Angriff. Noch mehr Schergen. Oh, 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 oh. Okay, wie sollen wir diese denn anordnen? Ach so. So, oder? Ah ja, genau. Und die ziehen wir nach vorne. Okay. Gut. Dann gibt es hier wieder Stiefel-Action und auf der anderen Seite Hammer-Action. 1, 2, 3 und 4. Sehr gut. Und dann schnappen wir uns noch diese 4 Chaoten. Hey, hey, hey. Ihr seid echt fies, aber nehmt das. Ein super Schaden. Schlachtboni, 521 Münzen. Weg mit den Koopas. Tschüssi. Und da ist noch einer. Ha, diesmal aber kein Angriff. Das ist sehr gut. 4 Panzer und 4, ja, 4 normale Koopas, sage ich jetzt mal, die sich nicht im Panzer verstecken. So, Moment. So, ah ja, gut, dann ist es auch nicht so schwer. Und die setzen wir. Eigentlich können wir die so setzen. Ja, setzen wir die mal so rum. Da müssen ja nicht die gleichen auf der gleichen Seite sein. Denn so können wir die Chance nutzen und alle zack weghauen. Genau so. Mit dem Panzer, mit der Panzerfähigkeit. Und das gleiche nochmal hier. Und tap. 1. Und wow. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Schlachtboni. 252 Münzen. So, das geht nochmal ein paar extra Sachen für uns. Und hier Schnipsel für diesen kleinen Mini-Aufzug. Moment, aber bevor wir da hochgehen, gibt es hier unten noch irgendetwas, was ich vielleicht noch nicht gesehen habe? Das muss ich mal ganz kurz erforschen. So. Okay, ganz viele Münzen zumindest. Sehr gut. Hier ein Stein. Ein Büschel voller Schnipsel. Und was haben wir hier? Schatzmini. Felsen. Okay. Ein Felsen gibt es obendrauf. Warum denn nicht?
So. Okay. Dann laufen wir mal weiter. In der Hoffnung, dass wir hier gut vorankommen. So, und jetzt müssen wir uns irgendwas überlegen, dass wir hier an diesen Steinblöcken vorbeikommen, die uns nach unten drücken wollen. Die wollen partout nicht, dass wir hier durchkommen. Irgendwas hat das doch zu bedeuten. So, Vorsicht. Wir klopfen das weg und jetzt schnell sein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh. Okay, noch einmal. Nicht aufgeben. Worin liegt der Trick? Wir müssen uns das Ganze nochmal ganz in Ruhe ansehen. So, da können wir ja nicht weiter. Das hilft uns alles nicht. Hier kann man die Dinger irgendwie kaputt klopfen? Wahrscheinlich nicht, oder? So, hm. Da werde ich immer runtergedrückt. Vielleicht ist das eine reine Timing-Sache. Ich muss schnell durchlaufen und darf nicht klopfen. Ja, wir finden das noch heraus. Lasst uns das mal ganz in Ruhe angehen. So, nochmal. Hier warten, klar. Hier können wir nichts tun. Dann jetzt beobachten. Und wenn ich ganz schnell laufe... Okay, okay, da kommst du wieder zurück. Achtung. So. Ah ja, schaut mal. Manchmal fängt der erste Block an, sich zu bewegen. Und wenn das der Fall ist, muss ich schnell durchrennen. Genau, so wie jetzt. Ha, ich hab's geschafft. Okay. Was ist da eigentlich für ein Loch? Kann man das nicht mit den Schnipsel irgendwie füllen? Jetzt bin ich hier und da ist auch nochmal ein Loch. Aber das ist direkt geflickt. Und ich bekomme ein paar Münzen, aber wo geht's hier weiter? Hm, komisch. Muss ich da nochmal runter? Oh, da waren Stacheln! Okay, Pustekuchen. Nach unten muss ich nicht. Ich muss irgendwie hier weiter. Aber wie geht's hier weiter? Komisch. Sehr, sehr komisch. Irgendwas ist hier faul. Ich muss das untersuchen. Mario, mein Guter. Worin liegt hier der Trick? Wie es weitergeht? Tja, das erfahren wir in der nächsten Folge. Ich sag vielen lieben Dank fürs Zusehen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, sodass ihr auch in Zukunft keine spannenden Abenteuer mehr von Super Mario, von Paper Mario verpasst. Bleibt katztastisch!